Heute ist der 27.04. und ich brauche bald einen Ersatzfokus. Lass mich, ich kann das! Oh, kaputt. In weniger als 2 Wochen ist das Vortreffen in Oschersleben. Und da ich am Kombi noch 1-2 Sachen umbauen möchte, brauche ich für diesen Zeitraum natürlich einen Ersatzfokus. Wer kommt also besser in Frage als... Ja da! Im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir die Hinterachse erneuert haben. Damit der Fokus wieder sinnvoll auf die Straße kann und vor allen Dingen ohne schleifende Bremse fahren kann, wird heute noch vorne links der Bremssattel erneuert. Ich habe mittlerweile den defekten Bremssattel, es ist der rechte, ausgebaut und in eine große Auffangschale gelegt. Ich werde jetzt versuchen, mit einer Wasserpumpenzange den Kolben zurückzudrücken, damit ihr seht, dass wirklich nichts mehr geht. Auf der linken Seite habe ich es mit der Wasserpumpenzange bereits versucht und wie ihr sehen könnt, ohne Probleme, oben kam sogar noch die alte Bremsflüssigkeit heraus. Der neue Bremssattel ist montiert. Leider kein roter, deswegen verlieren wir wahrscheinlich 3 PS, aber was soll's, dadurch, dass die Bremse wieder freigängig ist, gewinnen wir höchstwahrscheinlich 10 bis 15. Gleichzeitig habe ich die Laufschienen noch einmal sauber gemacht. Jetzt heißt es also, alles wieder zusammenstecken, Bremse entlüften und dann kann es auf eine kleine Probefahrt gehen. Da ich zu einem späteren Zeitpunkt den Fokus noch komplett mit Stahlflex-Bremsleitung bestücken werde, spare ich mir heute den Bremsflüssigkeitswechsel. Stattdessen fülle ich einfach nur das Reservoir auf und entlüfte vorne links. 20 minutes later. Die erste Proberunde liegt hinter mir, der Fokus fährt wieder so wie er soll und vor allem bremst er auch wieder so wie er soll. Jetzt heißt es noch 1-2 Tage für mich mit dem Kombi fahren. Danach heißt es auf die Zulassungsstelle fahren und hoffen, dass mein Wunschkennzeichen für den blauen frei ist. Ob das der Fall ist, seht ihr gleich. Und schon ist der 2.5. Ich bin gerade in Kamenz auf der Zulassungsstelle angekommen und werde jetzt den blauen Fokus zulassen. Ein Riesenvorteil für mich ist, ich habe 2 Wunschkennzeichen und habe dafür 4 Bezirke, in denen ich den Fokus zulassen könnte. Ich habe also theoretisch 8-mal die Möglichkeit, mein Kennzeichen zu bekommen. Mal schauen, was passiert. Much later. So wie das Wetter draußen ist, ist momentan leider auch gerade meine Laune. Weder MK1 noch FF1 waren in einem der 4 Zulassungsbezirke verfügbar, weswegen ich jetzt ein wenig umdisponieren musste. Kennzeichen letztendlich HY MK101. So ist es halt. Jetzt geht's zum Auto, Kennzeichen ans Auto ran und dann geht es auf die erste zugelassene Probefahrt. Kennzeichen sind dran, ich bin die ersten Meter gefahren und da ich heute ein wenig später auf Arbeit anfangen darf, fahre ich nochmal fix. Dahin. 3 weeks later. Hallo! Die letzte Einblendung, die ihr gesehen habt, war leider kein Witz. Seitdem ich mit dem Fokus in die Waschstraße gefahren bin, sind ein paar Tage vergangen. Zugegeben, weit mehr als mir lieb waren. Aber aufgrund von Arbeit und anderen Sachen hatte ich einfach keine Zeit, A, über den Fokus zu reden oder B, am Fokus noch irgendetwas zu machen. Aber jetzt, heute ist der 26.05., finde ich endlich einmal die Zeit. Die positiven Sachen natürlich zuerst. Ich bin unheimlich froh, wieder an einem Fokus zu sitzen.
zumindest in einem 1er Focus. Ich fühle mich zu Hause, das Auto macht genau das, was es soll. Gas, Bremse, links, rechts, alles prima. Was mich besonders freudig stimmt, ist, dass die Hinterachse unheimlich agil ist. Alles ist komplett platterfrei. Das Auto fährt sich wirklich toll. Der Focus und ich haben bereits 1200 problemlose Kilometer hinter uns gebracht. Die meiste Zeit aufgrund der draußen anherrschenden Temperaturen mit Klimaanlage an. 6,5 Liter im Durchschnittsverbrauch. Super Sache. Was ich bei den längeren Fahrten auf jeden Fall festgestellt habe, die Auspuffanlage sollte neu kommen, da der Vorbesitzer, hallo Paul, anscheinend ein wenig Auspufftuning mittels Aufflexen, Ausräumen, Zuschweißen gemacht hat. Klingt hin und wieder sportlich, ist aber auf die Dauer gerade auf der Autobahn unheimlich nervig. Außerdem habe ich mich entschlossen, nicht nur den Vorderachsträger zu wechseln, sondern gleich alles, was an ihm mit dranhängt. Das heißt, die Querlenker kommen wahrscheinlich komplett neu, ebenso wie die Spurstangenköpfe und auch die Koppelstangen und wahrscheinlich sogar die Stabi-Aufhängungen. Grund dafür ist einfach, an der Hinterachse habe ich mir unheimlich viel Mühe gegeben, bin super zufrieden, wie sich der Focus auf der Hinterachse fährt. Vorne allerdings träges Einlenkverhalten und hin und wieder auch Poltergeräusche und bei knapp 194.000 Kilometern darf man, denke ich, vorne auch mal alles erneuern. Nachdem die Vorderachse neu ist, muss ich so langsam Richtung Hauptuntersuchung blicken. Die nächsten Monat, also genauer gesagt in 5 Tagen, fällig wäre. Ist die Vorderachse dann neu, fehlt zum HU-Glück eigentlich nur eine neue Frontscheibe. Momentan bin ich da ein wenig hin und her gerissen. Im Focus ist eine beheizbare Frontscheibe verbaut. Ob ich wieder eine brauche? Eigentlich sollte es ja nochmal ein Sommerspaßfahrzeug werden. Ich habe mich aber bewusst gegen eine Saisonanmeldung entschieden. Von dem her, die Kabel liegen, wäre es eigentlich sinnfrei, keine heizbare Frontscheibe einzubauen. Zumal die Preise für einen 1er Focus mittlerweile auch sehr weit unten sind. Wohin sich der Focus optisch entwickeln könnte, habt ihr ja bereits vor ein paar Sekunden im Video schon gesehen. Sicherlich nicht ganz ernst gemeint, sicherlich aber auch nicht so weit hergeholt. Mal schauen, in welche Richtung das Ganze geht. Eigentlich sollte das Ganze ein Low-Budget-Projekt bleiben. Auf der anderen Seite, meine Garage ist voll mit Focus-Teilen. Es wäre schade, wenn sie nicht endlich irgendwo mal zum Einsatz kämen. Seien es Sitze, seien es tolle Kabelbäume, sei es ein englisches Armaturenbrett. Mal schauen, was die Zukunft bringen wird. Zu guter Letzt, auch wenn sich seit dem letzten Video nicht viel verändert hat, möchte ich euch jetzt noch fix zeigen, wie der Focus von außen ausschaut. Er wird definitiv nicht so bleiben, da ich schon wieder 1 oder 2 Ideen habe, die ohne großen Aufwand zu realisieren sind. Dabei könnt ihr mich natürlich dann weiter verfolgen. Auf diesem Wege, danke an alle, die so lange auf das Video gewartet haben, die Tatsache auch geschrieben haben, wann denn das nächste Video kommt. Ich fühle mich sehr geehrt, vielen Dank dafür. An die, die das erste Mal dabei sind, folgt mir auf Facebook, folgt mir auf YouTube, wo ihr hoffentlich gerade seid. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, das ganze Übliche, was halt hinter jedem Video gesagt wird. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Danke an euch, hier kommt das Video. Bis bald. Get the best, 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 get the best